Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier bei der Realitätsflucht. Ja, heute können wir endlich mal wieder gemeinsam frisch eine Mission erkunden. Nicht wie die vierte Mission, leider. Da ist ja einiges schief gegangen. Aber das machen wir heute wieder anders. Wir gehen gemeinsam in die fünfte Mission. So, was haben wir denn hier erstmal? Das haben wir uns noch nicht angeguckt beim letzten Mal. Ups. Resort Gondel. Regeln und Vorschriften. Nicht mit der Kabine schaukeln, es sei denn, ein Feind wird aus dem Fenster gestürzt. Notentriegelung der Kabine nicht betätigen, es sei denn, ein Feind befindet sich direkt unterhalb. Nach sich selbst aufräumen. Einschließlich der Leichen von Feinden. Okay. Es scheint so, als wären wir in einer Gondel in der nächsten Mission. In Japan? Sieht so aus. Also, das ist definitiv japanisch. Risotto. Okay, ja gut. Mein paar Brocken japanisch. Was haben wir hier? Resort, Gondel, unbegrenztes Ticket. Okay. Ja, sieht ganz danach aus, als wären wir jetzt in einer Gondel gleich. Kalte Schulter, das passt auch dazu. Dann gucken wir uns doch mal an, was der Agentenführer zu der Mission zu sagen hat. While you were discovering intel in Zor's secret underwater lab, we found the location of Dr. Prism's factory stored inside the robot you brought back. The location is an old abandoned ski lodge in Japan owned by Zoraxis, shut down for numerous safety violations. We're sending you with a modified version of that shield generator you took from the underwater lab. You'll be able to use it if there are any more surprise kinesium explosions. So get into Dr. Prism's factory, take it down, and if you can, find out where Zor is. Okay, eine verlassene Skihütte in Japan ist scheinbar auch ein Labor von Dr. Prism. Das haben sie aus dem kaputten Roboter, den wir in der Verfolgungsmission ja, praktisch geklaut haben, herausgefunden. Und ja, unsere Mission ist mal wieder, das Labor entweder zu sprengen oder sonst wie unnutzbar zu machen. Ja. Und was auch wichtig ist, der Schildgenerator, den wir in dem Unterwasserlabor mitgehen lassen haben, den haben sie auch scheinbar irgendwie verbessert. Wahrscheinlich schützt er jetzt mein Implantat vor den Kinesium-Explosionen von Zoraxus, zumindest soweit die Theorie. Gut, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Wir haben hier, glaube ich, eh wieder nichts Neues. Will ich neue Handschuhe? Ja, ich will mal neue Handschuhe. Nehmen wir mal die weißen. Passend zur Skihütte. Das machen wir. Die Unterwassermission war auch die erste, wo wir keinen Roboter hatten. Stimmt's? Ja. Ja, doch, ich glaube schon. This gondola is the Okay. only way to Prism's factory. She may not know Zor's plans, but I bet she knows where Zor is. The shield generator is in that case in front of you. Keep it safe and get that gondola moving. Okay. Gondola service is suspended. Current weather status: blizzard. Please enjoy your stay in the Zoraxis gift shop. Okay, hier sind wir im Souvenirladen, das heißt, wir müssen erstmal die Gondel in Gang bringen. Der Agentenführer hat gerade schon gesagt, We dass. reverse engineered the shield generator to build that nifty case for you. It should keep the kinesium in your brain from destabilizing if something goes wrong. Okay, also die haben jetzt den Schildgenerator umfunktioniert und den kann ich jetzt hier reinstecken. To be honest, I had my doubts. The agency's track record with inventions has been less than stellar since Dr. Prism left. Okay, das schützt jetzt das Implantat in meinem Hirn. Okay. Was haben wir denn hier? Das Resort. Kostenloses Feuerwerk für das Winterfest. Gäste haften für Schäden an Syraxis-Maschinen. Achso, okay, der Skilift wird von Syraxis betrieben. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Was haben wir hier? Eine Schneekugel von Syraxis. Das ist irgendwie cool. Auch schön, wie ab und zu mal mein Atem hier aufsteigt, weil es so kalt ist. So schöne kleine Details. Was haben wir hier noch? Wir haben einen Infoknopf. Before you are the four bears of Hokkaido. From left to right, they are. Oh, das war's. Das war alles an Info, das wir kriegen. Schön. Die vier Bären von Hokkaido. Das sind die vier Berge wahrscheinlich hier. Die vier Bären-Gondel. Okay, was haben wir denn hier vorne? Das sieht aus wie Wetterbericht. Hier haben wir einen Hebel. Den drücke ich aber vielleicht besser noch nicht. Okay,
Hier können wir die Gondel aufmachen. Oh, hier liegt noch was. Eine Dose. Köstliche Bärenmutterbrause. Okay. So, ah, hier haben wir noch ganz viele Sachen. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine Karte. Berg Hahakuma. Berg Chichikuma. Kuma heißt Bär, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zwei der vier Bärenberge von Hokkaido. Okay, müssen wir das irgendwie später noch wissen, wie die Bären heißen? Hier um. Vier Bären von Hokkaido. Also hier Berg Chichikuma. Chichi steht für Vater. Das müsste... Hahakuma könnte der hier sein. Das steht für Mutter. Mutterbär. Und das sind wahrscheinlich Tochter, Sohn oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir das wissen müssen, ehrlich gesagt. Was haben wir hier noch? Hier haben wir irgendwie eine Dose. Oh. Das Futagokuma Mandelkekse. Die sehen lecker aus. Ist da sonst noch irgendwas drin? Sieht nicht so aus. So, was haben wir hier noch rumfliegen? Irgendeine Platte? Ein Zahnrad vielleicht? Ah, ist das eine Münze, die ich hier drüben in diesen Schlitz reinwerfen muss? Gucken wir uns auch noch irgendwann an. Größte Souvenirmaschine der Welt. Design wählen. I know we're on task here, but a penny pressed is a penny earned, as they say. Und die wird dann in so eine Form gepresst, die wir uns hier aussuchen, oder was? We apologize for the delay. Gondola service will resume when weather conditions improve. Okay. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Machines are the likely cause for our inoperable gondola. Die Schneemaschinen sind für den Schneesturm verantwortlich. So, zwei sind besser als eine. Die Schneemaschinen, die die Welt des Schnees dominieren. Dominanz ist kein Fremdwort für dieses Resort. Und unsere Schneemaschinen sind da keine Ausnahme. Wir sind stolz darauf, Ihnen die Schneemaschine Nummer 2 zu präsentieren. Mehr dazu im Innenteil. Zwei Schneemaschinen, das sind über 1,2 Millionen Schneeflocken pro Minute. Das Resort. Okay, was haben wir hier noch? Genießen Sie die eisige Hand des Luxus, jetzt mit zwei übertakteten Schneemaschinen. Die Lage des Resorts ist ideal für alle, die einen einigermaßen sicheren, dafür aber spektakulären Rückzugsort suchen, an dem nicht nur eine, sondern gleich zwei Schneemaschinen für ein Winterwunderland sorgen. Auf dem Bild Anikuma, also Bruderbär? Ani, glaube ich, keine Ahnung. Es ist lange her, dass ich mir Japanisch gelernt habe. Okay. Wir hängen das mal so ein bisschen außer Sichtbereiche. Hier ist noch eine Schublade, da ist was drin. Handschuhe. Die wir aber... Oh, doch, können wir anziehen. Ah, so schön. Wollig. Da ist aber noch was drin. Was haben wir hier noch? Ein Kompass. Den legen wir mal dahin, den brauchen wir vielleicht nochmal. Kann man das hier irgendwie annehmen? Nee. So, hier unten. Presst fast alles. Okay, das wird vielleicht auch noch wichtig. Das heißt, das Ding presst fast alles. Vielleicht können wir auch was anderes reinwerfen außer dieser Münze. Oh, der hat irgendwas zwischen den Zähnen, der Bär. Wenn ich es richtig rumhalte, kann ich es vielleicht auch lesen. Source-Zahlen-Kombinationen. Nicht vergessen, die Sachen aus dem Safe des Oberhaupts zurücklegen. Die Zahlenkombination ist... Ah, das ist gleichzeitig ein Safe, oder wie? Die Frage ist, muss ich dafür was einwerfen? Wir probieren das erstmal. So, wir schalten das einmal auf so, auf dieses Ding, dann auf den Bären. Dann auf das Feuerwerk.
Dann wieder auf den Bären. Und dann wieder auf das Feuerwerk. Tatsache, das hat funktioniert. I love secret saves. They are... Wait, is that bear? Cool. Ein laserschießender Bär. Kann ich... Oh Gott, der bewegt sich ja noch, oder was? Ja, scheint ganz so. Kann ich das einfach direkt vor seine Nase hängen? Oh, ich habe ihn abgefackelt. Das war gar nicht meine Absicht, aber gut. That's how you deal with bears. Well, not real bears. Don't try that with a real bear. Das ist sowas niemals mit einem echten Bären. Okay, ich gebe mir Mühe. So, wir haben hier zwei Schneemaschinen, unsere Standorte. Berg Anikuma ist die Westseite, Berg Chichikuma Ostseite, 500 Meter Höhe für beide. Warnung. Die Anlage verfügt über einen Hochleistungsmotor, volatile Kraftstofftanks. Das wird bestimmt auch noch hilfreich, das hängen wir mal hier hin. Was haben wir denn hier noch? Eine Zigarre. Und noch eine Zigarre, okay. Und ist das so eine Signalpistole? Z-Leuchte. Hat das aber irgendwie nichts drin? Können wir das... Mit was füllen wir das? Na gut, das werden wir bestimmt auch noch rausfinden. So, jetzt versuchen wir mal... Oh, den Hut können wir auch noch nehmen. Eine Pelzmütze, sehr schön. Ich finde das ja immer schön mit den Mützen und Hüten in dem Spiel, aber irgendwie verdecken die halt alles dann was vom Sichtbereich. Deswegen ist es vielleicht einfach schöner, wenn die hier so da rumhängt und nicht auf meinem Kopf ist. So, was haben wir hier noch? Wir packen mal die Münze rein jetzt. Penny for every penny I pressed, I'd have a pretty penny. Congratulations on collecting a valuable souvenir coin. Please buy more of them. Okay, jetzt haben wir hier so eine Feuerwerksmünze, von der ich jetzt auch nicht genau weiß, was ich mit der mache. Was haben wir hier noch? Das hatten wir schon, glaube ich, oder? Ja. We apologize for the delay. Gondola service will resume when weather conditions improve. Okay, so. Dann haben wir, glaube ich, jetzt soweit erstmal fast alles hier durchgelesen. Also wir müssen irgendwie diese Schneemaschinen ausschalten. Die Frage ist, können wir so schon irgendwie losfahren? Oh, ja, offensichtlich können wir das. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Nee, war es offensichtlich nicht. Okay. Wir müssen also die Schneemaschinen... Gondel wegen Schneesturm eingestellt. Ja gut. Wir müssen die Schneemaschinen also irgendwie vorher schon ausschalten. Die Frage ist, wie? Aber hier können wir was aufmachen noch. Get that gondola to Dr. Prism's factory and find out where Zora is hiding. We apologize for the delay. Gondola service will resume when weather conditions improve. Also hier unten ist auf jeden Fall noch eine eingefrorene Münze. Ich weiß noch nicht so genau, wie wir da drin kommen. To be honest, I had my doubts. The agency's track record with inventions has been less than stellar since. So, wir brauchen das Ding gleich, um den Bären abzuwehren. Und hier war, glaube ich, die Kombination drauf. Ne? Ja. So, wir gehen auf das Rexes Ding, dann auf den Bär, dann auf das Feuerwerk Ding, Bär Feuerwerk. I love secret safes. They are... Wait, jetzt fackeln wir den Bären ab. Sehr schön. Bear Archer has been disarmed. That's how you deal with bears. So, jetzt haben wir die Leuchtpistole. Don't try that with a real bear. Warum können wir eigentlich die Armbrust nicht nehmen? Das wäre viel cooler. Okay. Aber damit hätten wir vielleicht mit dem Laserstrahl auch irgendwie die Münze hier freischießen können? Moment, presst fast alles. Kann ich vielleicht da noch was anderes jetzt wirklich reinstecken als
Das jedenfalls nicht als die Münze, ist die Frage. Da waren die Handschuhe drin und dieser Kompass. Kann ich den Kompass da reinwerfen? Testing the limits of the penny press is just good fieldwork. Tatsache. Congratulations on collecting a valuable souvenir coin. Please buy more of them. Nee, ist der Kompass natürlich kaputt. Den hätte ich vielleicht gebraucht, aber werden wir später sehen. Dann machen wir die Münze nochmal da rein. Aber vielleicht drehen wir das vorher auf dieses Syraxis-Zeichen. Habe ich jetzt ein Sword-Zeichen drauf? Ja, okay. Dann könnte ich wahrscheinlich mit dieser Münze auch noch das dritte pressen. Ja, die Frage ist, wie kriegen wir denn jetzt diese Schneepistolen dann aus? Die Schneekanonen. Info. Before you are the four bears of Hokkaido. From left to right, they are. Also die Infoansage bricht ab, bevor wir uns sagen kann, wie die von rechts nach links heißen. Das heißt, das ist schon auch wichtig. Gehe ich mal von aus, zumindest die Namen und die Reihenfolge der. Wir können Schneebälle formen. Die Namen und Reihenfolge der Berge ist scheinbar auch wichtig. So, was können wir denn hier machen? Aber wir können Schneebälle formen hier und die in die Pistole setzen. Die Frage ist. Was bringt uns das? Okay, auf was können wir denn bitte schießen? Was sich lohnen würde? Oder was ist das denn für ein Spiegelding hier? Ah, das lenkt das ab, oder wie? Ja, damit hätte ich wahrscheinlich mit dem Laser das Eis schmelzen können, dann gehe ich mal von aus. Ja, ist ja rum jetzt, ne? Dann kann man noch mehr hier. Ja, die Dose hier lenkt das scheinbar auch ab, okay. Wir packen einfach nochmal Schneebälle rein. Ich weiß zwar, wie gesagt, nicht so genau warum, aber was kann ich denn mit dieser Münze hier machen? Ach, guck mal da, das war ein Schlüssel jetzt, okay. A crate of fireworks. What evil was Zora planning with those? Ach, guck mal da. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier Feuerwerkskörper scheinbar. Die wir hier auch reinsetzen können. We never trained you in fireworks, which seems like a gross oversight now. Okay, das explodiert einfach wahllos dann irgendwie irgendwann. I'd say be careful or you'll put someone's eye out, but sometimes that's literally your job. Gibt's da irgendwie Unterschiede zwischen den dreien? Kann ich da mehrere reinsetzen? Nee, das nicht. Okay. Kann ich das dagegen? Oh Gott, ich sterbe bestimmt, wenn ich das tue, aber ich will die Münze haben. Ich wollte nicht den Lautsprecher beschädigen, ich wollte die Münze kriegen, aber okay. Fireworks are the pinnacle of undercover operations. Any passerby will simply think we're celebrating. Genius. We never trained you in fireworks, which seems like a gross oversight now. Okay, ich kann jetzt mit Feuerwerkskörpern schießen, was mir aber irgendwie, glaube ich, gerade. Oh, guck mal da oben, jetzt sehe ich erst eine der Schneekanonen. I'd say be careful or you'll put someone's eye out, but sometimes that's literally your job. Die habe ich vorher irgendwie nicht so ganz wahrgenommen. Treffe ich die mit den Feuerwerkskörpern? Tatsache. Well done.
The blizzard has let up a little, but in my experience, there's never just one snow machine. Ja, die haben ja gesagt, es gibt zwei. Irgendwo stand doch auch, wo die beiden sind, oder? Hier war das. Das Ding hier? Nee, das nicht. Das auch nicht. Zwei Schneemaschinen. Shichikuma war da ganz rechts, danach Hahakuma. Das heißt, links einer von den beiden. Das müsste Anikuma sein, das Zeichen, oder? Ich bin mir unsicher. Anikuma Yama. Auf 500 Metern Höhe. Das heißt, man sieht es vielleicht von hier einfach gar nicht. Und deswegen steht das da, damit ich das abschätzen kann. Das ist dieselbe Höhe etwa. Das war auf der Rückseite, Tatsache. Thank you for your patience. Weather conditions have returned to normal. Gondola service is now available. So, jetzt könnten wir die Gondel benutzen. Ich nehme mal hier diese Schneekugel noch mit, weil ich nicht weiß, ob die irgendwie wichtig ist. Das brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Muss ich sonst noch irgendwas mitnehmen? Das könnte wichtig sein. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Wir werden schon sehen, was wir vergessen haben am Ende. We did not account for flying robots. The Phoenix finally arrives! My entire life has led up to this. No more tests. Today, my robots prove to the world they are the better agents. And we have the strength of a very strong robot. We did actually account for very strong robots. Oh Gott. Bitte nicht in der Gondel schaukeln. Macht sich selber kaputt. Looks like their lasers may be too powerful even for them. You have an opening. Okay, das bringt mir gerade nichts. Help me! Show the agency we were right. Show them all! Moment, hier ist Lawinengefahr, sehe ich das richtig? Okay, das kann ich scheinbar gegen die nutzen. Oh, ich bin allerdings trotzdem gestorben. Vom Roboter Laser erschossen. Okay, ich kann Lawinen auslösen. Damit kann ich die Roboter scheinbar vernichten. Okay. Okay, okay, okay. So, dann machen wir kurz das Ding hier auf. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort brauche, ehrlich gesagt. I had my doubts. The agency's track record with inventions has been less than stellar since Dr. Prism left. So, wir versuchen diesmal mal, den Laser umzulenken, dass die Münze da freigespült wird. Vielleicht klappt das auch gar nicht, oder? Penny pressed is a penny earned, as they say. I love secret safes. They are... Wait, is that bear moving? Oh, da! Das war irgendwie nichts. Ich glaube, ich habe... Kann das sein, dass ich aus Versehen losgelassen habe? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich möchte die Münze gerne haben. Und von vorne, so... Jetzt kenne ich den Code auswendig jetzt. Der ich auch noch was abblocken könnte. Ich mach die mal dahin.
Nicht das, was ich wollte. Hilfe. Jetzt hängen wir mal kurz da hin. Gibt es noch irgendwas, was das reflektieren könnte? Der Kompass, klar. Reflektiert das auch? Ja, sehr schön. Okay. Gut. So, vielleicht haut das jetzt hin. Nein. Dann muss ich weiter nach unten. Das ist gar nicht so einfach hier, muss ich zugeben. Könnte jetzt zumindest hin. I think that bear is going to keep firing at you forever. It may be safe to put a stop to it. Oh ja, das hat zumindest schon mit dem Laser getroffen. Und. Ja, beim nächsten Laser. Komm schon. Komm schon. Falschen Seite der Laser. Ups, ich weiß gar nicht, ob mir das wehtut, wenn ich mal die Tür auf, das macht es viel einfacher, glaube ich. Habe ich das nicht gleich gemacht? Moment mal, jetzt wo der Laser durch die offene Tür geht, kann ich das nicht vielleicht sogar noch leichter machen? So, was passiert denn jetzt hier? Wenn ich den jetzt dahin hänge? Und? Und? Den jetzt irgendwie gar nicht mehr, ich bin verwirrt. Doch. I think that bear is going to keep firing at you forever. Maybe safe to put a stop to it. Also irgendwie ist das friggelig hier.
Gibt's mehr Raum, wo der Laser durch kann? Okay, jetzt kommt der Laserstrahl auf jeden Fall nach da. Könnte das vielleicht da gut passen? Vielleicht aber auch nicht, okay. Ich halte das mal einfach in der Hand, dann kann ich es vielleicht ein bisschen besser feinjustieren gleich. Hallo Laser? Hallo Laser? Komm schon. Dann haben wir gar nichts mehr, was uns schützt, merke ich gerade. Das ist ein bisschen taktisch unklug hier. Ein Keks, vielleicht schützt er mich. Also kann mich ein bisschen schützen, wenigstens. Die Münze, die hatte ich ganz vergessen, ehrlich gesagt. Das kann doch so schwer jetzt nicht sein, ey. Oh, 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 oh. Ah. Haben Laser des Bärenschützen getroffen. Hier, das mache ich, wenn ich die Nebenmission mache, versuche ich das damit. Ich glaube, das braucht man eh nur für eine Nebenmission. Zumindest wirkt es erstmal so. Nervt mich gerade zu sehr. Okay, gehen wir hier mal wieder den Code ein. So. So, den Münzen, um den Bär abzufackeln. So, sehr schön. Dann brauchen wir einmal das Raxus-Zeichen hier. Achso, ist schon draußen, okay. Damit können wir dann hier das Ding aufmachen. So, hier oben ist die Pistole. Machen wir erstmal die erste kaputt. Sehr schön. Und die zweite war da irgendwo. Sehr schön. So, dann laden wir die schon mal nach. Ich brauche irgendwas zum Spiegeln noch vielleicht für die Laser. Hier den Deckel einmal. Und hier aber noch der Kompass. Das machen wir mal runter hier, das Tischlein. Das geht mir irgendwie sonst, glaube ich, auf den Keks. So, das packen wir da rein. Und dann hier noch irgendwas hier, dieses Rexes Hand. Ich weiß nicht so richtig, ob die irgendwie wichtig ist. Ich nehme sie einfach mal mit. So, fahren wir mal los. Alright, slow and steady now. Keep that shield here in a close agent. Hey, Agent Phoenix! Oh, me flying? Yeah, that's just a new thing I do. We did not account for flying robots. Ich weiß gar nicht, ob ich den abschießen soll oder nicht, oder doch? Finally arrives! This is it. My entire life has led up to this. No more tests. Today, my robots prove to the world they are the better agents. And we each have the strength of a very strong robot. We did actually account for very strong robots. Urgency stop. Gut, das hat jetzt eher nichts gebracht. So, friss deinen eigenen Laser. Sehr schön. Looks like their lasers may be too powerful even for them. So. Kill Phoenix. Show the agency we were right. Show them all. Hit me once with the laser, shame on you. Hit me twice with the laser, stop hitting me with the laser.
Also irgendwie hat das gerade nicht so gut funktioniert mit meiner Lawine, die ich auslösen wollte. Nun gut. Nächster Versuch. Vielleicht habe ich ja irgendwas nicht so ganz mitgekriegt hier gerade. So, das hängen wir schon mal dahin. Wir nehmen schon mal die Hand hier. Bear Archer has been disarmed. That's how you deal with bears. Well, not real bears. Zerstören auch das Rexus-Zeichen. If I had a penny for... Congratulations on collecting a valuable souvenir coin. Please buy one. Danke, danke. Das aufbauen, die Pistole mitnehmen. Wenn ich es richtig rum einmal, wird es auch was werden. To be honest, I had my doubts. The agency's track record with inventions has been less than stellar since Dr. Prism. So, Schneemaschine Nummer 1. Well done. The blizzard has let us go, but in my experience, there's never just one snow machine. Nee. Höher muss ich, glaube ich, noch. Ja, sehr schön. Excellent partnership. Thank you for your patience. Weather conditions have returned to normal. Gondola service is now available. Dann nehmen wir uns das Ding hier noch mit. Den Kompass. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht so ganz, warum ich jetzt da gerade gestorben, also warum die Lawine nicht ausgelöst wurde, warum ich gestorben bin, ist klar, aber... Hello. That's just a new thing I do. We did not count for flying robots. The Phoenix finally arrives. This is it. My entire life has led up to this. No more tests. Today, my robots prove to the world they are the better agents. And we each have the strength of a very strong robot. We did actually account for very strong robots. Also, Lades abwehren? Ja, ja, ja. Looks like their lasers may be too powerful even for them. You have an opening. We're supposed to be impenetrable now. Just fire when Agent Phoenix isn't looking. Schieß einfach, wenn Agent Phoenix nicht hinschaut. So. Der eine ist schon mal hinüber. Very clever, Agent. You can't program that into a robot. I see the light reflecting laser. That will probably only work once. Kann ich hier dieses Eis da irgendwie schmelzen? This is much easier to do in the air. Unsicher. Ich glaube, ich kann irgendwie diese Gondel da wahrscheinlich abschießen. Aber ich weiß nicht, wo ich da... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So schon mal nicht, okay. Aber ich bin zumindest erstmal scheinbar safe. Da ist ein Spiegel. Vielleicht ist der irgendwie wichtig. Das hat auch nichts gebracht. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass diese... Oh, vielleicht muss ich den Laser auf das Eis hier lenken. Das probieren wir gleich mal, wenn er da oben wieder schießt. Dann können vielleicht die Gondel da losfahren und den anderen überfahren. Yes. Sehr schön. One robot left.
Nein! Ich hab's vergeigt. Ich weiß noch nie warum. Okay, also 2 von 3 Robotern kriegen wir auf jeden Fall hin. Die sind nicht so schwer. Wie ich den dritten Blatt mache, weiß ich noch nicht so ganz, gebe ich zu. I know we're on task here, but get that gondola. I love secret safes. They are. Und hängen wir da hin. Den Kompass können wir schon mitnehmen. Bear Archer has been disarmed. Das Ding umklappen. Well, not real bears. Don't try that. Deckel hiervon will ich mitnehmen. Die Pistole natürlich will ich mitnehmen. Den Schildgenerator. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der ehrlich gesagt was bringt, aber wir machen das mal. Diese komische Hand, von der ich nicht weiß, was er bringt, nehmen wir auch. So. Dann das hier auf Syraxis umschalten. If I had a penny for every penny I prep. Congratulations on collecting a valuable souvenir coin. So, dann schalten wir die komischen Bomben hier frei. What evil was Zora planning with those? Oh man, die Kanonen kaputt. So, well done. The blizzard has let up a little. In my experience, there's 2, sehr schön. Excellent marksmanship. Thank you for your patience. Die machen wir da rein und dann haben wir eigentlich erstmal alles mitgenommen, richtig? Ja, wir starten einfach mal wieder. Wie gesagt, die ersten beiden sind ja nicht das Problem. Beim dritten bin ich mir unsicher, aber den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir auch noch. Hallo! Ich finde die Roboter einfach klasse hier. The Phoenix finally arrives! Your life has led up to this. No more tests. Today, my robots prove to the world they are the better agents. Sehe ich bisher jetzt noch nicht so, dass die beweisen, dass sie die besseren Agenten sind, aber na, wir gucken. Urgency stop initiated. Please do not lock the gondola. And you already know how strong our lasers are. So. Looks like their lasers may be too powerful even for them. You have an opening. We're supposed to be impenetrable now. Just fire when Agent Phoenix isn't looking. Kill Phoenix. Show the agent. So, der erste versteckt sich hier jetzt. Sehr schön. Very clever, Agent. You can't program that. Versuchen wir wieder das Eis hier zu schmelzen. Genau. Das ist dann eine Art Geschichte. Und kann ich. One robot left. I hope Dr. P is watching. Nein, verdammt nochmal. Ich wurde schon wieder von diesem Roboter erschossen. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn fertig mache. Und von vorne. Penny pressed is a penny earned, as they say. I love secret safes. They are. Wait, is that bear moving? So, den Kompass mitnehmen. Bear Archer has been disarmed. Die komische Hand mitnehmen. Den Schildgenerator anwerfen. To be honest, I had my doubts. The agency's track record with. Die mitnehmen, das wieder auf Syraxis umstellen. Hallo. Congratulations on collecting a valuable souvenir coin. Please buy more than a crate of fireworks. Das kann man auch gerade kurz da reinlegen. Und hier von den Deckel habe ich immer gerne noch mitgenommen, ja. Den fand ich recht praktisch bisher. So, dann laden wir doch mal die Pistole. Well done. The blizzard has let up a little. Ja, wenn das so weitergeht, schaffen wir das Speedrun hier beim ersten Versuch sozusagen. Hallo, zum 5. Mal. We did not account for flying robots. The Phoenix finally arrives. This is it. Wie kriege ich denn den 5. Platt?
Der Spiegel ist bestimmt die Lösung, aber ich komme noch nicht drauf, wie genau ich den benutzen muss. So. Nein, ich habe vielleicht Blödsinn gemacht. Habe ich jetzt die Lawine zu früh ausgelöst? Ich dachte, die wäre noch nicht geladen. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, gebe ich zu. Ein wenig sehr. Empowered lasers, reinforced exoskeletons and flight capabilities. You can't compete with that. Jetzt kann ich hier erstmal das Eis schmelzen, dann ist einer zum Beispiel. Sehr schön. Oh, jetzt ist er schon am Überhitzen. Okay, man kriegt hier einfach so platt anscheinend. Nice work. One robot left. Is when you strike. Remember back in Dr. Prism's home. That moment when they're vulnerable is when you strike. These are Dr. Prism's best robots yet. Shooting their exterior isn't going to cut it. Sehr gut. Puh. That seems to be the last of them. Service will resume momentarily. Betrieb wird in Kürze wieder aufgenommen. Okay, sehr gut. Something strange fluctuations near you, but they're not coming from the factory. I'll let you know. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Something's not right. Das blinkt auch irgendwie, mein Schildgenerator ist. Oh, hallo. I want you to see. See that Zor believed in me. Zor gave me Kinesia. Zor knows every robot backed up in that factory is worth hundreds of you. And I have hundreds. Oh. Oh. Hallo. Ach du Heilige. What was that? Come in factory. Was that you? Not us, Dr. P. We're all good here. Agent, the fluctuations are off the charts. What did... Was passiert denn jetzt? Was zur... It's Source Project Kaboom. Und das ist die Kinesium-Explosion. Das führt zu einer Kettenreaktion jetzt. Wait, no! Let's hope that shield generator works. All robots, initiate... Das hoffe ich auch. Go! Get away, now! Ich würde sagen, der Schildgenerator hat einigermaßen gut funktioniert, oder? Agent, are you okay? That shield generator did the trick, but that gondola isn't going to hold. Critical damage sustained. Please evacuate at your convenience. No time for convenience. Hook up that escape rig. Bitte den Escape, was? Oh, hier. Hier, jetzt hat's Klick gemacht, okay. Hold on tight. Puh. Achso, und damit lasse ich mich jetzt ab. Okay, und dann bin ich hoffentlich sicher auf der Erde gelandet gleich. Ja, ich sehe halt gar nichts. Ich bin gelandet und ich lebe noch und da ist Dr. Prism. So Zor wanted my research to learn how to destabilize Kinesia. Not to support me, not for my robots, just to stab me in the heart. Just like the agency did. And this shield generator? You either stole this or you're working with Zor. And honestly, I don't care. Nee, erstes. I'm done.
done with the agency, and I'm done with you. Hey, done with Zor. I'm going to destroy everything Zor created. Stay away from me, Phoenix. I never want to see your face again. Wir könnten einfach zusammenarbeiten. Aber nein, okay. Oh, das war ja schon ein bisschen traurig jetzt. Agent, come in, Agent. There, we're back online. I can't track you through this snow. Can you send up some sort of flare so we can find you? Ein Leuchtsignal senden. Ein Leuchtsignal soll ich senden, damit ich gefunden werden kann? Okay. Würde ich durchaus gerne. Ich weiß allerdings gerade noch nicht wie. Okay, da passiert gar nichts mehr jetzt. Agent will never find you if you don't fire some sort of flare. Ja, entspannen Sie sich mal, entspannen Sie sich mal. Ich suche ja schon. Irgendwas, womit ich auf mich aufmerksam machen kann. Ich meine, hier sind Feuer. Reicht das nicht schon? Hier, da ist doch die Kanone. Ist die noch geladen? Piu. Ja, yeah, geschafft, würde ich sagen. Ja, cool. I knew Zor was evil, but this. There was still the potential to convince Dr. Prism to use her robots for good. Now, that future is gone. Dr. Prism taking the shield generator is a big blow, but we can't let that stop us. With or without it, we have to stop Zor from killing every agent in the world, like they did with those poor robots. Eine Agententorte. Die sehen immer so gut aus, die Leckereien hier. Abgefahren. So, gucken wir mal hier drauf. Wir haben mal wieder keine Medaille, keine Robotstrophäe leider. Aber wir waren relativ nah dran an der Zielzeit jetzt, dadurch, dass wir 100 Mal angefangen haben wahrscheinlich. Was gibt's denn hier als Nebenziele? Sprenge keinen Roboter mit Feuerwerkskörpern in die Luft. Okay. Finde und zerstöre 6 Eiszapfen. Ich habe nicht einen Eiszapfen bewusst gesehen, ehrlich gesagt. Erhalte alle 3 Designs aus der Souvenirmaschine. Ja, dafür brauche ich dann wahrscheinlich die Münze am Anfang da, die eingefroren ist. Okay, das wird auf jeden Fall auch noch spannend. Gut, ich würde sagen, wir gehen ins Hub zurück. Guck mal, ob da irgendwas Neues jetzt ist. Also eine Mission muss es ja mindestens noch geben. The capsule has your mission. This is our only chance to stop Zor. Okay, hier scheint es zumindest jetzt auf die Schnelle nichts Neues zu geben. Nee, nichts Neues. Okay. Ja, cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was in der nächsten Mission passiert. Und ob wir vielleicht es doch schaffen, Dr. Prism zu überzeugen, mit uns gegen Zor zu arbeiten. Wir werden das herausfinden. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig. Es macht so viel Spaß, dieses Spiel. Es ist einfach so toll gemacht. Okay. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein... Oh, wir haben doch was Neues. Wir haben Feuerwerkskörper jetzt hier. Ich bin gar nicht leicht ablenkbar. Ist klar. Was ich sagen wollte, einen schönen Tag euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Hinterlasst gerne eure Gedanken als Kommentare unten. Ansonsten hinterlasst gerne Likes und Abos. Ich freue mich sehr darüber. Bis zum nächsten Mal. Ciao.